Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal. Heute rede ich über den Orden des Phönix. Ja, da kommen wir schon wieder direkt zu meiner Gliederung, so wie jedes Mal. Sehr frisch über ein paar allgemeine Informationen. Dann gehe ich kurz auf die Leiter ein vom Orden des Phönix. Rede ein wenig über die Kommunikation untereinander, wenn sie ein wenig weiter entfernt sind voneinander. Dann rede ich über die Feinde vom Orden des Phönix und dann bekannte Mitglieder, aber das unterteile ich nochmal unter so gesehen drei Kategorien. Einmal den ersten Orden des Phönix und den zweiten Orden des Phönix. Der dritte gehört eigentlich zum zweiten Unterpunkt dazu, aber die kommen halt so gesehen nur hinzu zum zweiten Orden, weshalb ich das halt nochmal als dritten Unterpunkt getan habe, weil sie halt nach dem Abschluss dazugekommen sind. So, dann kommen wir auch direkt zu den allgemeinen Informationen. Der Gründer vom Orden des Phönix war Albus Dumbledore. Man konnte dem Ganzen beitreten, wenn man 17 Jahre alt war und auch natürlich die Schule abgeschlossen hatte in Hogwarts. Nicht währenddessen oder so, sondern wirklich am Ende. Gegründet wurde das alles in den 1970ern. Ist es halt nicht ganz genau klar, in welchem Jahr, aber auf jeden Fall in den 1970ern. Aufgelöst wurde das alles Juli 1998, da der Orden des Phönix ja nur entstanden ist, um gegen Lord Voldemort und seinen Todesser zu kämpfen. Und da wir alle wissen, dass am 2. Mai 1998 alles aufgehört hatte, so gesehen, wurde es halt letztendlich im Juli 1998 aufgelöst. Das Ziel, wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt, war die Besiegung der Todesser und Lord Voldemort. Genau, und die Hauptquartiere von Ordensphönix war einmal Grimmauplatz, der Fuchsbau und Shell Cottage. So, rechts seht ihr nochmal so gesehen das Wappen vom Ordensphönix. Genau, das ist umrandet so gesehen mit einem rot-schwarzen Kreis. Und in der Mitte seht ihr halt einen Phönix, wenn man genau hinschaut, und so wie eine brennende Flamme. Und in der Mitte steht halt nochmal Orden des Phönix. Als nächstes seht ihr halt nochmal kurz so gesehen die Hauptquartiere. Als erstes, ein linkes Bild, seht ihr Grimmauplatz. Dann in der Mitte eigentlich das Weasley-Haus, aber auch bekannt unter dem Fuchsbau. Und als drittes und rechtes Bild seht ihr Shell Cottage. Dann kommen wir auch schon zu den Leitern. Als erstes kommt Albus Dumbledore und so auch der Gründer. Als zweites Bild seht ihr auch schon Alastair Moody. Der dritte Leiter ist Remus Lupin. Und der vierte ist Kingsley Shacklebolt. Es tut mir leid, wenn ich den Nachnamen falsch ausgesprochen habe, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher, wie der ausgesprochen wird. Auf jeden Fall sind es unsere vier Leiter vom Orden des Phönix. Dann kommen wir auch schon zu der Kommunikation unter dem Orden des Phönix. So wie wir alle wissen, hat er eigentlich so gut wie fast jeder. Okay, klar, haben eher weniger, aber eigentlich starke Hexen und Zauberer haben eigentlich einen Patronus. Und wie wir alle wissen, wird natürlich auch mit Expecto Patronum hervorgerufen. Und das hat sich der Orden des Phönix echt zum Vorteil gemacht. Denn der Orden des Phönix konnte natürlich jeder von denen ein Patronus hervorrufen und aufrufen, so gesehen. Man konnte dem Patronus von sich selbst eine Nachricht mitteilen, der zu einem anderen Mitglied des Ordens die Nachricht bekommen soll. Sei es zum Beispiel ein Hilferuf oder eine Ankündigung oder irgendwas, was halt einfach nur im Orden des Phönix halt dort einfach nur drinnen bleiben soll und nicht einfach außerhalb gelangen soll. Diese Kommunikation ist tatsächlich nicht fälschbar, also man kann nicht irgendwas mit schwarzer Magie mit einfügen, man kann auch den Patronus nicht einfach aufhalten oder sonst was. Der Patronus zeigt die Stimme des Besitzers. Das geht einfach nicht. Also das ist echt zuverlässig und nicht fälschbar.
Also, da haben sie sich echt was Schlaues überlegt. Auf jeden Fall Albus Dumbledore, weil er auf die Idee kam. Tatsächlich weiß man nicht ganz genau, wie es abläuft mit der Kommunikation. Aber das Genauere und die genauen Details hat natürlich alles Albus Dumbledore den Mitgliedern mitgeteilt. Ja. Ich finde tatsächlich diese Kommunikation echt sinnvoll und eine schlaue Idee von Albus Dumbledore. Da hat er sich etwas was Kluges überlegt. Aber er ist allgemein ein sehr weiser Mann. Dann kommen wir auch schon zu den Feinden. Natürlich ist der Hauptfeind Lord Voldemort, den ihr im oberen Bild seht, aber ich glaube, wir kennen ihn alle. Darunter die Todesser, wo es einige gibt. Und Halbgreifer, aber die sind halt nicht so populär. Ich glaube, da sind Todesser und Lord Voldemort schon schlimmer. Das sind auf jeden Fall die Feinde und wir kommen auch schon zu den bekannten Mitgliedern, nämlich vom Ersten Orden des Phönix. Als erstes möchte ich bitte sagen, ich nenne nicht alle mit Namen, aber natürlich ehren wir alle. Es sind insgesamt 24, aber ich stelle euch nur ein paar vor. Einmal Sirius Black, kennen wir glaube ich alle, muss man nichts zu sagen. Aberforth Dumbledore, der Bruder von Dumbledore, also Albus Dumbledore. Ja, der kommt direkt als nächstes. Was für ein Wunder. Dann Rubeus Hagrid. Also ich bin mir beim Vornamen nicht sicher, wie man das ausspricht. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren gerne korrigieren. Dann kommt Alice Longbottom und Frank Longbottom, die es sehr getroffen hat. Wegen Bellatrix. Die sind leider jetzt im Krankenhaus. Oder waren im Krankenhaus. Ja, weil sie sehr gequält wurden mit dem Crucius-Fluch, was natürlich ein sehr unverzeihlicher Fluch ist. Aber das wissen, glaube ich, alle. Dann kommen wir auch schon zu Remus Lupin, Alastair Moody, Peter Pettigrew. Wenn wir alle die Filme und die Bücher gelesen haben, wissen wir, glaube ich, alle, dass Peter Pettigrew der Verräter war, der James und Lily an Voldemort verraten hat. Aber ja, er war tatsächlich auch beim Ersten Orden des Phönix dabei. Und dann zum Schluss auch noch James und Lily Potter, die ja am 31.10. verstorben sind. Auf jeden Fall gibt es noch ein paar weitere Mitglieder, aber wie gesagt, ich nenne nicht alle mit Namen. Eigentlich meistens nur die wichtigsten. Also natürlich sind alle wichtig, aber ihr wisst, wie ich meine. Hoffe ich auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Orden des Phönix. Natürlich wieder Sirius Black mit dabei, der aber leider auch verstorben ist wegen Bellatrix Lestrange. Dann Fleur Delacour. Auch wieder Aberforth Dumbledore. Hagrid und Lupin. Minerva McGonagall. Obwohl es mich echt bei ihr wundert, dass sie erst beim zweiten Orden des Phönix dabei war. Aber lassen wir so stehen. Ich finde es gut, dass sie jetzt dabei ist, so gesehen. Alastair Moody. Dann kam da auch erst Kingsley Shacklebolt mit hinzu. Severus Snape. Klar, es wundert euch vielleicht einige, weil er auch bei den Todessern dabei war, wenn ihr mein letztes Video angeschaut habt. Aber ja, er war so gesehen ein Spion vom Orden des Phönix. So gesehen hat er nur beim Orden des Phönix wirklich mitgeholfen und nicht wirklich bei den Todessern. Den Todessern hat er meistens so falsche Informationen gegeben. Dann kommen wir auch schon zu Tonks. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, also wen ich mit Tonks meine, weil es ja eigentlich einfach der Familienname ist. Tonks ist Nymphadora Tonks. Bloß da alle sie ja nur Tonks nennen, habe ich da auch nur Tonks hingeschrieben. Dann kommen wir auch schon zu den ganzen Weasleys. Einmal Arthur Weasley, Bill Weasley, Charlie Weasley, Fred Weasley, George Weasley und Molly Weasley. Genau. Es waren beim zweiten Orden des Phönix tatsächlich 25 Mitglieder, also einer mehr. Ja. Genau. Leider sind ja auch vom ersten Orden welche gestorben, weshalb er dann neue Mitglieder kam. Und beim zweiten Orden sind natürlich auch wieder welche während der Schlacht gestorben. Was sehr tragisch ist und was auch manchen sehr stark das Herz bricht.
Dann kommen wir auch noch zum Schluss zu den bekannten Mitgliedern, die halt hinzugekommen sind zum zweiten Orden des Phönix, aber die halt nach dem Schulabschluss dazu kamen. Einmal Hermine Granger, Ron Weasley und Neville Longbottom und Harry Potter. Und steht Dumbledore's Army, sagen wir es so, die würden dem Orden des Phönix definitiv immer helfen, wenn es darum geht, gegen Lord Voldemort zu kämpfen oder gegen die Todesser. So gesehen kann man es als Mitglieder mit bezeichnen, aber die wollen halt nicht so 100% dazugehören, so versteht ihr? Also, die sind so ein Mischmasch, aber eigentlich eher weniger, aber die würden halt immer helfen. Deswegen habe ich die auch mit hinzugeschrieben, weil die halt wirklich immer helfen würden, wenn sie helfen können. Hier seht ihr nochmal so gesehen vom ersten Phönix ein so gesehen Bild, also Gruppenbild, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Und unten seht ihr nochmal ein ganz kleines Bild, aber halt damit Dumbledores Armee, weil der so gesehen ja irgendwie ja dazu gehört. Tatsächlich war es auch schon. Und ich danke euch natürlich wieder fürs Zuschauen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. So wie ich hoffe, dass euch jedes meiner Videos gefällt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr Themen in die Kommentare schreibt, die euch interessieren. Oder Anmerkungen habt, vielleicht Lob, Kritik. Ihr könnt alles gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Video. Und bis dann, Hexen und Zauberer.